Genossinnen und Genossen, sehr geehrte Gäste, ich freue mich, dass Alexis Tsipras zu uns gesprochen hat, denn Solidarität, sagte Che Guevara, ist die Zärtlichkeit der Völker und wir als Partei der Solidarität sind eine europäische Partei, eine internationalistische Partei und wir gehören zu denen, die nicht das Spiel mitmachen gegen die faulen Griechen, gegen die faulen Südländer, sondern wir wehren uns dagegen, dass die Völker gegeneinander ausgespielt werden. Viele von euch waren ja gestern gemeinsam an den Gräbern von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht und auch gemeinsam am Nachmittag und am Abend in der Berliner Volksbühne. Und wer dabei war, wird sich erinnern, wird noch das Gefühl haben, wie Solidarität funktioniert, wie sehr wir die Solidarität brauchen und wie sehr uns die Reden von Alexis Tsipras, Maite Mola und Pierre Laurent bewegt haben. Und diese Reden haben gezeigt, wir müssen zusammenhalten, wir können zusammenhalten, wenn wir voneinander wissen und wenn wir die Solidarität nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit dem Herzen leben, liebe Genossinnen und Genossen. Und ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich Dieter Dehm danken, dass er gestern diese Veranstaltung, die Manifestation und abends das Konzert in der Berliner Volksbühne organisiert hat. Denn die dabei waren, die haben gemerkt, wie sehr uns doch die Musik von Kila Payong, die Musik von Butz bewegt hat, wie sehr wir es brauchen, auch gemeinsam zu merken, wir haben gemeinsame Gedanken, gemeinsame Ideen, aber auch gemeinsame Gefühle. Wir als Menschen sind doch nicht nur Kopf, wir sind auch Herz und darum haben wir uns in der Linken zusammengeschlossen, liebe Genossinnen und Genossen. Pierre Laurent, der Vorsitzende der Europäischen Linkspartei und der Vorsitzende der französischen Kommunistischen Partei, hat in seiner Rede eine interessante Geschichte erzählt. Er erzählte von einer Diskussion zwischen Kautsky und Rosa Luxemburg. Und Kautsky vertrat die These, dass man auch in Krisenzeiten sich mehr um das eigene Volk kümmern müsse. Und Rosa Luxemburg fragte zurück, sollen wir jetzt etwa den Aufruf Proletarier aller Länder, vereinigt euch, ändern, Proletarier aller Länder, vereinigt euch, aber nicht in Krisenzeiten. Und Rosa Luxemburg, glaube ich, hat Kautsky die richtige Antwort gegeben und diese Antwort müssen auch wir geben, liebe Genossinnen und Genossen. Denn nicht jeder und jede wird sich erinnern, darum rufe ich euch die Sache in Erinnerung. Unser jetziger Innenminister Hans-Peter Friedrich, Mitglied der CSU, einer Partei im Süden unseres Landes, falls nicht jeder kennt, der war einer der Ersten, der den Griechen gesagt hat, verkauft doch eure Inseln. Und so eine zynische, so eine höhnische Politik machen wir nicht mit. Und dieser Innenminister spricht auch aus diesem Grunde nicht für uns, liebe Genossinnen und Genossen. Liebe Genossinnen und Genossen, viele Fragen sind schon angesprochen worden, die die Situation betreffen, die unsere Partei betreffen. Und ganz entgegen meinen Gewohnheiten will ich ein einziges Mal auch das Wort Personaldebatte in den Mund nehmen. Ein einziges Mal. Denn solche Debatten können uns nützen, wenn sie mit konkreten Ideen, Konzepten, Vorschlägen verbunden sind. Und wenn wir sie so führen, dann sind wir auch erfolgreich, liebe Genossinnen und Genossen. Als Gregor Gysi in der Zeitschrift Super Elo angekündigt hat, dass er wieder als Spitzenkandidat für Die Linke zur Verfügung stünde, habe ich ihn angerufen und habe gesagt, dass ich das gut finde. Denn Gregor Gysi hat schon sehr erfolgreich sehr viele Wahlkämpfe für und mit unserer Partei bestritten. Wenn er kommt, auch an seinem Geburtstag, dann füllen sich Säle und Plätze. Und das trifft natürlich auch auf Oskar Lafontaine zu. Und darum ist es doch nur zu verständlich, dass Gregor sich wünscht, dass Oskar Lafontaine auch wieder bei der Bundestagswahl antritt. Ich glaube, das wünschen sich viele in unserer Partei. Und gestern in der Volksbühne haben wir gesehen, wie viele Menschen er auch begeistert hat. Die Reaktion einiger Medien
Darauf war zu erwarten. Sie lästerten über die alten Haudegen, die es für die Linke wieder richten müssten. Aber was soll eigentlich diese Altersdiskussion? Auch das kann eine Form der Ausgrenzung sein. Wir brauchen doch schließlich alle. Wir brauchen Alte, wir brauchen Junge und wir brauchen Menschen mittleren Alters. Und wir bekommen immer wieder gute Ratschläge, auch aus manchem Medium, von wem wir uns denn so trennen sollten in unserer Partei. Ich finde, wir sollten uns lieber Gedanken darüber machen, wie wir neue Menschen gewinnen, wie wir Menschen hinzugewinnen können und nicht, von wem wir uns trennen sollten, liebe Genossinnen und Genossen. Wir haben in unserer Partei junge Menschen, wir haben lebenserfahrene Menschen und es gibt auch Beispiele, dass Menschen, die 70 schon erreicht haben, Mitglied der Partei werden und sagen, ich habe gar nicht mehr so viel Zeit, also muss ich besonders aktiv sein. Und liebe Genossinnen und Genossen, es ist doch nicht nötig, nur bei den Kindern, Enkeln und Urenkeln für unsere Partei zu werben. Man kann auch bei gleichaltrigen Freundinnen und Freunden für die Linke werben. Und wenn Menschen mit 18 oder mit 80 heiraten, dann können sie doch auch mit 18 oder mit 80 in unsere Partei eintreten. Liebe Genossinnen und Genossen, Gregor hat es gesagt neulich, wir wollen zurück auf die Erfolgsspur. Und wenn wir zurückschauen, müssen wir uns fragen, was war denn unser Erfolgsrezept in den vergangenen Jahren? In den 90er Jahren hatten wir eine enge Verbindung von parlamentarischer und außerparlamentarischer Arbeit. Obwohl der Begriff außerparlamentarischer Arbeit ja so etwas Abstraktes hat. Denn 99% des Lebens spielt sich ja außerhalb der Parlamente ab. Also sagen wir doch Leben und Arbeiten im Alltag. Damals waren mehr Genossinnen und Genossen als heute in Mieterbeiräten, in Gewerkschaften, in Rentenberatungsstellen, in Sportvereinen, in Kulturvereinen, in Vorständen von Kleingartenvereinen tätig als heute. Und das Wissen, was dort gesammelt wurde, war Gold wert. Man kann dieses Wissen nämlich nicht einfach kaufen. Man kann nicht zu einem Umfrageinstitut gehen, so wie wir das heute häufig machen müssen, oder Datenbanken bei der Bundesregierung abfragen. Dieses Wissen kam exklusiv von den Genossinnen und Genossen unserer Partei und dahin müssen wir zurück. Wir müssen zurück zur produktiven Verbindung im Leben, in den Parlamenten, in der politischen Zielsetzung. Und das, glaube ich, sollten wir uns auch vornehmen für das Jahr 2012, liebe Genossinnen und Genossen. Im Jahr 2012 haben wir erreicht, dass die Linke endlich seit 4, 5 Jahren wirklich eine gesamtdeutsche Partei ist. Das ist ein unschätzbarer Gewinn, eine Bereicherung für uns alle. Aber dennoch, liebe Genossinnen und Genossen, müssen wir auch weiterhin der Anwalt für die Menschen im Osten bleiben. Und es ist doch ein Skandal. Es ist doch ein Skandal, dass wir immer noch unterschiedliche Mindestlöhne haben in Ost und West. Und es ist doch ein Skandal, dass wir immer noch nicht die gleichen Renten haben. Erinnert euch daran. Im Jahr 2009 ist Angela Merkel angetreten zur Wahl und hat erklärt, sie wird dafür sorgen, dass es in Ost und in West Rentengerechtigkeit gibt. Davon will sie heute nicht mehr wissen. Und wir müssen in Wahlauseinandersetzungen die Menschen auch dieses gebrochene Versprechen erinnern. Und wir, Linke, werden immer für Rentengerechtigkeit kämpfen. Darauf könnt ihr euch fassen, liebe Genossinnen und Genossen. Immer mehr Menschen in unserer Gesellschaft sind arm, im Osten und im Westen. Eine wesentliche Ursache dafür ist die Einführung des Hartz-IV-Systems. Übrigens sah ich kürzlich, der eine oder andere von euch hat das vielleicht auch gesehen, eine interessante Dokumentation über Peter Hartz im Fernsehen. Er zeigte sich dort enttäuscht über die Umsetzung seiner Reform. Nicht, was ihr jetzt denkt, er hat nämlich gesagt, er hätte vorgeschlagen, dass das Arbeitslosengeld II 511 Euro betragen solle. Wir als Linke fordern seit langem einen Betrag von 500 Euro und werden dafür von den anderen Parteien häufig höhnisch belächelt. Doch dieses höhnische Lächeln wird ihnen vergehen, wenn es uns gelingt, immer mehr Menschen wieder für die Politik zurückzugewinnen, die mit dieser Gesellschaft innerlich abgeschlossen haben. Wissenschaftler sprechen inzwischen schon von einer defekten Demokratie.
Und auch wir erleben das an vielen Stellen. Und wenn auch viele von euch mit dieser Gesellschaft nicht einverstanden sind, ich finde, es ist eine Tagesaufgabe, die Demokratie zurückzuerobern. Denn wer die Demokratie nicht zurückerobert, wird weiterhin von den Banken regiert. Und damit wollen wir uns nicht abfinden, liebe Genossinnen und Genossen. Armut ist ein Problem in Ost und West. Armut können wir sehen in Bremen und sogar im reichen Baden-Württemberg. Und wir sollten niemals akzeptieren, dass Menschen in unserer Gesellschaft verarmen und ausgegrenzt werden. Und ein wirksames Mittel gegen die Spaltung der Gesellschaft ist das, was das zentrale Ziel, das zentrale Mittel und die zentrale Botschaft unserer Partei ist, nämlich die Solidarität, die solidarische Gesellschaft. Wir müssen alle davon überzeugen, dass eine solidarische Gesellschaft für alle besser ist, liebe Genossinnen und Genossen. Mit der Gründung der Partei Die Linke haben wir alle unseren politischen Horizont enorm erweitert. Das ist auch manchmal anstrengend. Viele Gewerkschafter, Kriegsgegner, Umweltschützer, Künstlerinnen und Künstler, Menschen aus den verschiedensten sozialen Bewegungen sind jetzt in den Reihen der Partei Die Linke. Das ist aus meiner Sicht eine Bereicherung und kein Problem, wie der eine oder andere meint. Wir wollen Menschen aus möglichst vielen Bereichen unserer Gesellschaft für die Politik einer solidarischen Gesellschaft gewinnen. Natürlich müssen wir immer neu nachdenken. Haben wir die richtigen Mittel? Wir müssen unsere Politik neu justieren. Das ist doch selbstverständlich. Aristoteles schrieb einmal: Eine Stadt besteht aus unterschiedlichen Arten von Menschen. Ähnliche Menschen bringen keine Stadt zustande. Liebe Genossinnen und Genossen, das trifft auch auf unsere Partei zu. Ähnliche Menschen bringen auch keine Partei zustande. Seien wir doch froh darüber, dass wir so unterschiedlich sind und versuchen wir nicht, uns einander ähnlich zu werden, sondern machen wir unsere Unterschiede und unsere unterschiedlichen Erfahrungen produktiv, liebe Genossinnen und Genossen. Liebe Genossinnen und Genossen, wir haben inzwischen 16 starke Landesverbände. Unterschiedlich stark sicher, aber 16 Landesverbände. In jedem Land gibt es besondere Erfahrungen. Und darum habe ich auf unserer Tagung in Elgersburg vorgeschlagen, dass doch jeder Landesverband ein Referenzprojekt entwickeln sollte, in dem er zeigt, das haben wir geschafft, so haben wir die Gesellschaft real verändert. Seht her, Die Linke kann etwas schaffen. Wir wurden doch nicht gewählt, um Regierungspolitik nur zu analysieren, so wichtig das ist, zu beklagen, sondern wir wurden dafür gewählt, um die Gesellschaft zu verändern, die Probleme der Menschen zu lösen, Lösungen anzubieten und dafür zu sorgen, dass das Leben besser wird. Manchmal hört man den Verweis, dass wir in den Parlamenten nicht die Mehrheiten haben oder dass man mit dem Koalitionspartner das nicht hinbekommen habe. Das ist für viele Menschen nicht befriedigend. Es macht sie auch wütend. Denn sie haben keine Lust, auf die Lösung ihrer Probleme so lange zu warten, bis wir entweder Mehrheiten in den Parlamenten haben oder Koalitionspartner, die genau alles machen, was wir sagen. Das ist, glaube ich, noch ein Stück Weg. Und darum möchte ich hier an dieser Stelle mit einigen wenigen Beispielen an erfolgreiche Projekte erinnern, die durch unsere Partei in den verschiedenen Bundesländern erreicht wurden. Ich erinnere daran, dass die Abschaffung der Studiengebühren in Hessen und in Nordrhein-Westfalen nur durch den Druck der Linken möglich war. Und im Osten. Und im Osten gibt es gar keine Studiengebühren. Und dort, wo mit dem Gedanken gespielt wurde, welche einzuführen, sind, glaube ich, heute alle froh, dass sie es nicht getan haben. Also, da, wo Die Linke stark ist, da gibt es keine Studiengebühren. Das ist doch ein starkes Argument für unsere Partei, finde ich. Liebe Genossinnen und Genossen, Die Linke in Mecklenburg-Vorpommern hat aktuell eine Volksinitiative für einen Mindestlohn über 10 Euro gestartet. Auch das ist ein Referenzprojekt, das Schule machen sollte. In Berlin und Brandenburg wurde
für die Vergabe von kommunalen Aufträgen durch die Linke durchgesetzt, dass es Mindestlöhne gibt. Danach müssen sich jetzt die anderen Bundesländer richten und auch der Bund steht in der Pflicht, bei öffentlichen Aufträgen nachzuziehen und auch hier Mindestlöhne umzusetzen. Liebe Genossinnen und Genossen, viel wird gesprochen über Politikverdrossenheit, Politikerverdrossenheit, wie auch immer. Wir, glaube ich, sollten den Menschen beweisen, dass wir, wenn wir ein Ziel nicht sofort erreichen, nicht die Flinte ins Korn werfen, sondern dass wir gemeinsam alles tun, um unsere Forderungen durchzusetzen. Das ist der beste Weg gegen Politikverdrossenheit. Liebe Genossinnen und Genossen, ich hatte vor einiger Zeit die Idee, dass wir ein Buch schreiben bzw. schreiben lassen, das Porträts enthält von 16 Kommunalpolitikern aus unseren 16 Bundesländern. Wir haben diese Genossen alle eingeladen. Sie sitzen hier vorne in der ersten Reihe. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen und vielleicht kann die Kamera Sie mal einfangen. Unsere Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker, Bürgermeister, Stadträte, Verordnete, das sind die, die jeden Tag mit den Menschen vor Ort diskutieren. Das sind die, die jeden Tag über konkrete Lösungsansätze diskutieren. Und mir ist aufgefallen, als ich die Porträts gelesen habe, dass die Probleme in Ost und West bei vielen kommunalen Fragen sehr, sehr ähnlich sind. Und ich glaube, wenn wir an konkreten Dingen gemeinsam arbeiten, dann werden wir auch gar nicht mehr über Ost-West-Konflikt reden müssen. Dann verliert er schlagartig an Bedeutung. Ich möchte mich recht herzlich bedanken bei Katrin Gerloff, die dieses Buch geschrieben hat, die liebevoll, aufmerksam unsere 16 Kommunalpolitiker aus, wie gesagt, allen 16 Bundesländern porträtiert hat. Vielen Dank, Katrin. Liebe Genossinnen und Genossen, gestern waren Tausende an den Gräbern von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Beide wurden heimtückisch ermordet. Die Mörder wurden nie zur Rechenschaft gezogen. Das ist jetzt bald 100 Jahre her. Doch noch immer werden in unserem Land Menschen ermordet, weil sie schwarze Haare und schwarze Hautfarbe haben, weil sie einen anderen Glauben haben oder weil sie Antifaschisten sind. Liebe Genossinnen und Genossen, bei der Bekämpfung des Neofaschismus können wir uns leider nicht auf den Staat verlassen. Im Gegenteil, der Geheimdienst, denn so muss man den Verfassungsschutz wirklich nennen, hat die Terrorzelle nationalsozialistischer Untergrund sogar noch mit Geld unterstützt. Und das ist wirklich empörend. Und ich sage ausdrücklich Geheimdienst, weil der Begriff Verfassungsschutz einfach ein Begriff ist, der vernebelt, was diese Organisation tut. Denn vom Verfassungsschutz Denn vom Verfassungsschutz könnten wir erwarten, dass er unsere Verfassung schützt und dass er nicht dazu beiträgt, dass unsere Verfassung unterlaufen wird und dass solche Terrorzellen über Jahre in unserem Land ihr Unwesen treiben können. Und ich finde es beschämend, dass noch niemand von den regierenden Politikern die Verantwortung übernommen hat. Das ist beschämend für eine Demokratie und das muss sich ändern. Aber wirklich wird sich in unserer Gesellschaft nur etwas ändern, wenn viele Menschen gegen den braunen Terror auf die Straße gehen und die Zuständigen an ihre verfassungsmäßigen Aufgaben erinnert. Am Sonnabend haben in Magdeburg Tausende auf der Meile der Demokratie ihren Widerstand gegen Neonazis zum Ausdruck gebracht. Und ich bedanke mich auch bei den Genossinnen und Genossen der Partei Die Linke in Magdeburg, die gemeinsam mit vielen Initiativen der Zivilgesellschaft ihren Beitrag dazu geleistet haben, dass gezeigt wurde, Magdeburg ist eine freie Stadt, eine tolerante Stadt, die will keine Nazis. Und darum bitte ich euch auch alle,
kommt am 18. Februar nach Dresden und verhindert dort einen neuen Neonazi-Aufmarsch. Das sind wir auch den Opfern des Nazi-Terrors schuldig. Wir fordern ein Verbot der verfassungsfeindlichen NPD. Aber wir wissen, selbst wenn die NPD verboten sein wird, haben wir noch viel zu tun. Und es ist gut, wenn wir viele sind in Dresden, und wir werden uns solidarisch mit allen erweisen, die von Polizei und Justiz verfolgt werden. Dadurch lassen wir uns nicht einschüchtern. Liebe Genossinnen und Genossen, sagt es weiter, kommt am 18. Februar nach Dresden. Wir wissen noch nicht, liebe Genossinnen und Genossen, wie viele Wahlen wir in diesem Jahr haben werden. Klar, Schleswig-Holstein, vielleicht Saarland. Die saarländische CDU und die SPD, die glauben ja, dass sie im laufenden Galopp die Pferde wechseln können. Ich glaube, da täuschen sie sich. Und der Versuch, von der Opposition in die Große Koalition zu kommen, ist offensichtlich nicht nur der Wunsch der saarländischen SPD. Auch auf der Bundesebene hofft Herr Steinbrück auf die zweite Chance für eine Große Koalition. Und es wäre ja nicht das erste Mal, dass die SPD in der Opposition links blinkt und dann versucht, rechts Richtung Kanzleramt abzubiegen. Und da ist es gut, dass wir auch im Bundestag 2013 wieder eine berechenbare linke Opposition haben. Und wir müssen in dem Wahlkampf, ob er nun 2012 oder 2013 ist, deutlich sagen, was wir wollen, was unsere Botschaft ist, was unsere Position ist. Und ich erinnere daran, dass das nicht immer einfach ist. Wir haben eine bittere Erfahrung gemacht, das Jahr 2002. Damals haben viele die Botschaft Stoiber verhindern als Aufforderung verstanden, die SPD zu wählen. Das Ergebnis war, die Linke flog als Fraktion aus dem Bundestag, und Petra Pau und ich, wir waren dann die einzigen Abgeordneten im Deutschen Bundestag. Das, obwohl wir in dieser Zeit, Petra wird das bestätigen, beide nicht dümmer geworden sind und obwohl wir von der Solidarität vieler Genossinnen und Genossen getragen wurden, das wollen wir nicht noch einmal erleben. Nicht wegen uns, sondern weil dieses Land für eine solidarische Gesellschaft eine starke Linke braucht, liebe Genossinnen und Genossen. Liebe Genossinnen und Genossen, Alexis Tsipras hat vor mir gesprochen. Ich möchte noch einmal erinnern an das Wort von Che Guevara: Solidarität ist die Zärtlichkeit der Völker. Die normalen, die einfachen Menschen können ihr Leben nur gestalten, wenn sie es solidarisch leben. Und der Neoliberalismus hat sich in viele Herzen und Hirne eingefressen. Und wir sollen, glaube ich, da sehr genau darauf achten, dass uns das nicht passiert. Denn nur eine solidarische Gesellschaft hat Zukunft. Wir müssen diese Solidarität leben. Wir wollen sie leben. Wir können sie leben. In Europa, in Deutschland und in unserer Partei. Vielen Dank. Unsere Parteivorsitzende.